alle zur Ausstellung Waste Art. Wir sind heute hier wieder online. Das erste Mal, dass wir eine Online-Führung machen. Und ich freue mich sehr, dass wir sozusagen zwei Künstler und Künstlerinnen real hier haben und zwei aus Italien und Deutschland zu uns auch sprechen können. Und ich freue mich sehr. Es ist natürlich ein Trostpflaster nach 15 Tagen, dass wir hier abbauen, aber diese digitalen Online-Führungen machen es natürlich möglich, dass ihr von überall her zuhören könnt. Warum habe ich mir die Waste Art-Ausstellung als Thema genommen? Ich stehe jetzt vor einer Arbeit von Erwin Stefanie Bosanik, da fange ich gern an. Ihr seht, das ist wie so ein Kuschelfriedhof. Es ist so, dass ich in im Zeitalter des Plastikzeitalters hineingewachsen bin mit Wegwerfwindel, zwar anfänglich und Schnuller, Zugs und Plastikflaschen. Unsere Großeltern, sie haben noch einmal einen sehr teuren vielleicht Teddy bekommen und es gab dann auch Puppendoktorinnen und Doktoren, das wurde alles noch repariert. Und hier sieht man auf einem Haufen in einem Art Peace-Zeichen, die aneinander montiert und die sind manchmal nicht mehr als einen Euro wert. Und die Kinder nehmen das auch in den Mund. Und da kommen wir auch zum Film von Werner Bode, dessen Geschichte das auch ein bisschen ist. Also er hat selber einen Großvater, der eine Kunststofffabrik gehabt hat. Und dadurch war er der Held als kleiner Pupp und hat dann eigentlich alles aus Plastik gehabt. Und im Film wird das sehr schön dokumentiert. Es wurden auch Tests gemacht. Also eigentlich haben wir alle Plastik im Blut. Und es gibt dann auch eine sehr schöne Szene, die veranschaulicht, wie viel Plastik wir im Haushalt haben, weil er hat dann im Laufe der Zeit die Leute immer gefragt, dass sie ihren Plastikmüll in den Garten legen und dann war eigentlich der Garten voll und das Haus leer. Also das kann man zu Hause auch probieren, wie viel Plastik man eigentlich hat. Es gibt sehr viel verstecktes Plastik. Da sind wir schon beim Thema, die Irene Wölfel hat hier, die habe ich einmal in der ZSA-Galerie kennengelernt und war fasziniert. Dann dachte ich, wow, da gibt es Bilder, die schauen also aus wie Farbfeldmalerei und die sind aus reinen Plastiksäcken mit Werbung. Wir sind ja oft Werbeträger, Gratis-Werbeträger sozusagen und sie hat es geflochten, genäht. Wenn man hier schaut bei dieser Arbeit, es ist bespannt, umspannt. Hier geflochten und da ist zum Beispiel eine Arbeit, die finde ich auch sehr spannend, da geht es um Landschaft, das heißt, man sagt ja oft, dass gerade Wanderer sehr oft Plastik in der Natur belassen und liegen lassen und hier sieht man eine Arbeit, das ist über Floridsdorf, da hat sie in jedem Bezirk Material gesammelt und dann sozusagen je nachdem, wie viel Müll sie gesammelt hat und gefunden hat, so groß sind auch die Arbeiten geworden zu jedem Bezirk. Ja, und jetzt würde ich mich sehr, sehr freuen, Dario. You are sitting in Bergamo in Italy, where COVID was really started also. I'm really happy that you're with us. It's a pity that we had no opening, you couldn't come, but I'm standing in front of your sculpture. We have two sculptures here, and this Figura Leggera, hope ich sag's richtig. I didn't know you before, so I found you in the internet. And I was really so flashed of your work. I think for me, the question is, when did you start to collect the rubbish and waste? And when came you the idea to make sculptures and human forms out of it? Hello, everyone. First of all, I would like to say thank you to everyone to be part of this exhibition. And a special thank to you. You have organized everything and thank you very much for your work. Yeah, you're welcome. I started to work on environmental issues since my final degree thesis at university. And I always been very sensitive about these issues, such as ecology, mass products, mass production, pollution. And I start collecting this kind of material because these cultures are part of a project that I call Things,
And they are made out of everyday objects that I collect myself from the landfill, from the street. I have also a lot of friends who collect stuff for me. Mm-hmm. And this culture is conceived as a three-dimensional puzzle that brings attention to the fragmentation and fragility of our existence, of our situation. Mm-hmm. Yeah, also, for me, it's so, also I had the feeling here, the lips of this sculpture of the head. It's so funny because for children it is so, it's a searching game. There is a the top of a felt tip pen, for instance, or a water a boiler or so, or yeah, you can find a hair dryer and so different things you don't see at the beginning. But for me, and also the technical supporters here, Stritzi is filming us. He also said to me, wow, this is amazing, the technique, the skills you have. Yeah, so it's not a tryout, it is really a phase for me. And you told me when we talked first time that the people react a little bit different, the art scene and people from street or so. Yeah. How is your feeling about this? How do you react? About this piece particularly? No, in general, you said that sometimes. Hmm? This sculpture can be seen in different ways because from far, you first see the human figure, the anatomies. By the getting close to it, you can appreciate, you can see the object, the small part that we remember our when we were a child. There are also a lot of toys, and this one is called the light figure. Mm-hmm. It's titled light figure, and I wanted to emphasize the precariousness of the structure. And this one is very fragile, and because I didn't feel completely the shape, the volumes of the body with the objects. Yeah, it's opened on one side that I like also much. It's not so totally perfect. So, and we have here also, you are father of two children, I heard, the very young one, twins. You have also here playing toys and from children, I think, also, that's the thing. I'm really sad that we don't have so many pupils and classes, youths here. It's so important, the topic. But thank you very much, and be part of the rest of our speech. We are switching now to Christian Eisenberger. He also the art market, when we have this column here, it's not that the art market is have a white blanket vest. So no, the transport, the material who are used, and also the plastic tapes, the plastic folios and the wrapping and the transports are not very, sustainable. And here Christian Eisenberger used these brown tapes. He's very well known for them and colored it with acryl. And printed it on the canvas. So in his studio, he has really a big monster of this brown sculpture, how to say. So I often say this Bösner or Gerstecker, where we artists buy material, is not another thing like IKEA for furnitures. So. And now I switch to Niki Schuster, who is sitting in Berlin. And I'm really glad, Niki, we worked sometimes together, or we had exhibitions together. Jetzt sage ich vielleicht wieder auf Deutsch. Wir haben mehrmals ausgestellt bei Tricky Women, und du hast hier deine Recyclers. Was ich ja unglaublich finde, ich mache ja selber Trickfilme, wenn man diese Technik kennt, weiß man, wie schwierig das ist und wie aufwendig. Ja?
und du hast in den verschiedenen Städten, das wird jetzt gerade abgefilmt, Berlin, wo du auch wohnst, dann Paris, Mexico City, Buenos Aires. Wie bist du da vorgegangen? Hallo. Hallo. Genau, den Ausschnitt, da ist gerade aus Taipei übrigens. Aha, okay. Also für mich ist es erstens mal total schön, die alle, also ich sehe sie ja leider nicht, die Filme, aber die mal alle in einer Reihe zu sehen, weil natürlich, die laufen halt immer Filmfestivals, aber halt einzeln. Und eigentlich war auch die Idee, die in einer Reihe mal zu zeigen. Also wie ich vorgehe, ist so, ich reise in diese verschiedenen Städte, meistens oder oft werde ich eingeladen durch so Stipendien. Mhm. Und dann passiert halt erstmal so einen Monat, manchmal auch ein bisschen länger, zwei Monate lang so eine Recherche, wo ich halt wirklich durch die Stadt wandere. Mhm. Und die halt, meistens kenne ich die Städte ja gar nicht. Meistens spreche ich auch die Sprache nicht. Also gerade Taipei, keine Ahnung, jetzt war ich gerade in Teheran, im Iran. Aha. Also geht es dann wirklich erstmal um eine Stadt so visuell und akustisch für mich selber erstmal wahrzunehmen und die halt zu erkunden. Das heißt, ich gehe dann wirklich durch alle möglichen Vierteln und mit meinem Müllsack und sammle halt Müllstücke. Das ist irgendwie noch das Einfachste. Mhm. Und nehme aber auch Tonaufnahmen. Das, manchmal ist es einfach, weil es gibt Städte, die sind extrem sehr akustisch, wie Mexico City zum Beispiel. Da wird überall irgendwie, es ist sehr verbal auch, Leute schreien, wenn sie was verkaufen oder kleine Instrumente, um irgendwas anzukündigen, dass sie was verkaufen. Im Vergleich zu Teheran war es sehr schwierig, weil dort ist Musik halt auch verboten. Das ist ein Film, der jetzt nicht hier vorkommt, der ist jetzt ganz neu noch. Aber so taste ich mich halt selber an die jeweilige Stadt ran und sammle halt erstmal. Ja. Und dann finde ich ja sehr schön, dass du jetzt da dazwischen immer diese Walks dann oder diese Fahrten, ja, also man kriegt also die Stadt auch mit. Es ist jetzt nicht nur immer diese Recyclers, die du zusammen sammelst, gell, sondern die kommen die nach den Tonaufnahmen dann zustande, diese Fahrten, oder wie planst du das? Nee, das passiert während dieser Recherche durch diese Stadt. Ne? Ich sehe dann irgendwie eine interessante Gasse und mache dann diese Aufnahme. Das ist Bild für Bild. Ich mache wirklich jeden Schritt ein Foto und ende dann in so Close-Ups. Mhm. Also diese Sammelphase ist halt wirklich Ton aufnehmen, diese Zwischenbilder produzieren und Müll sammeln. Genau. Mhm. Und dann passiert die eigentliche Arbeit, dann zurückkommen ins Studio und das alles analysieren und vor allem erstmal den Tonschnitt zu machen. Zu gucken, was ist jetzt eigentlich wirklich das Typische für die jeweilige Stadt. Und diese Fahrten, die du gerade bezeichnest, das sind dann eigentlich so diese Zwischen, die Szenen dann verbinden. Mhm. Also meine ich. Aber natürlich auch, um die Stadt zu zeigen, weil in diesen Close-Up-Aufnahmen, das sind ja manchmal so ganz kleine Löcher, so 2 Zentimeter große Hintergründe, wo ich dann halt diese Recycler-Figuren reinbaue. Die sind Computer animiert. Also. Ja, Wahnsinn. Du hast ja übrigens auch den Hubert-Zieletzki-Preis gewonnen. Der Hubert-Zieletzki war ja Vorstand auch vom Künstlerhaus und hat auch dich in höchsten Tönen gelobt. Also ich finde, wir haben das ja beobachtet, die ersten 15 Tage war fast jeden Tag im Künstlerhaus und wir haben ja diese tollen Garage-Möbel hier und da konnten sozusagen alle Kinder und Familienmitglieder hier sitzen und sich deinen Film wirklich in Ruhe, die Filme wirklich in Ruhe anschauen. Und die sind wirklich für jung und alt. Also das ist nicht immer bei Kunst. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Aber es sind sowohl Kinder als auch bis zum höchsten Alter, über 80-Jährige waren hier und sind auch, die checken natürlich dann auch die Technik. Viele Kinder machen jetzt auch schon Trickfilm. Aber ich finde es unglaublich, diese Frage möchte ich dir nicht stellen, wie lange du daran arbeitest. Aber ich habe nicht gewusst, dass du das dann erst, wenn du wieder in deinem Studio bist, dann fängt erst der Schnitt an. Ja, und die ganze Animation. Also ich nehme den Müll wirklich mit nach Berlin. Ich habe in meinem Studio das alles voller Müll. Aha, ja. Mhm. Aber das sind alles kleine Teile. Und dann wird alles Stop Motion aufgenommen, jedes einzelne Teil, und dann am Computer kombiniert. Also es ist dann meistens schon so 4 Monate Animationarbeit. Ja, unglaublich. Ja, toll. Ja. Ja, also wir hoffen, dass das Waste Art, habe ich jetzt, kann ich schon ein bisschen verraten, aber nicht zu viel. Also es geht wahrscheinlich weiter
Und wir bauen zwar am Dienstag ab, der Stritzi, der mich uns jetzt filmt, der wird helfen. Gell? Danke, Stritzi, für deine Hilfe. Und Niki, danke, ich hoffe, du bist noch dabei. Und ja, wir sehen jetzt noch, das ist eine Arbeit von Peter Gutz. Die passt natürlich perfekt zum Haus. Das Künstlerhaus ist ja frisch renoviert. Und wie man hier sieht, sind die Flächen nicht gerade gleichmäßig verteilt. Ich finde, bei dieser Billhofer, bei dem Kunstplakat von der Ausstellung damals 2011, Peter Butz hat das, nennt sie Kalsi, diese Serie, und das sind diese großen Drucke auf diesen Plastikplanen, die natürlich alles andere als nachhaltig sind. Und hier sieht man sehr gut das Verhältnis, wie klein sozusagen die Ausstellungen des Künstlerhauses plakatiert waren und wie groß wir, der Verein hat einfach Geld gebraucht. Aber es war das Haus dadurch eigentlich als Kunsthaus unsichtbar. Und jetzt ist es durch die Albertina Modern, wie man das auch persönlich sehen möchte, natürlich ganz der Kunst gewidmet, was uns auch als Verein sehr freut. Ich rede jetzt nicht für alle, aber ich zum Beispiel finde es gut, dass wir auf solche Werbungen verzichten. Und ich nehme, man kann ja da die hier sieht man Kinder, also Peter Butz hat gesagt, stell dir mal vor, ich meine, sogar das Klopapier war hier wichtiger als die Kunst. Kinder wurden hier verwendet, Pin-Up Girls, Nespresso, wo man weiß, diese Aluminiumkapseln sind sehr, sehr teuer und energieaufwendig in der Herstellung. Und natürlich Fliegen hier mit einer Trepko, das ist eine witzige Geschichte. Erstens, das waren die Untergeschoss, Obergeschoss und diese kleinen Plakate, da war ich eine Einzelausstellung, in Heimat, das sieht man gar nicht, wenn da jemand davor stand. Da sind wir jetzt bei Huawei. Das passt sehr gut, da habe ich eine Arbeit von mir, die heißt For Free. Und ich muss ehrlich sagen, ich nehme mich ja aus der ganzen Thematik selber nicht heraus. Ich bin drauf gekommen, am Anfang, wie ich ein Handy gekauft habe, habe ich auch das Gefühl gehabt, boah, das ist ja fast geschenkt. Und das passiert immer wieder bei Produkten und ich habe das damals auch und viele haben das, glaube ich, mit mir nicht überrissen, auf welche Kosten das eigentlich geht. Und dass hier Schwerstmetalle und sehr wertvolle Metalle abgebaut werden, im Kongo, in Brasilien, Kobalt, Quecksilber, Silber, Kupfer und so weiter. Also es ist ein wahnsinnig teures Gerät im Grunde genommen, aber es geht natürlich auf Kosten der Arbeitenden, weniger Schutz, die haben keinen Schutz, Kinderarbeit, und leider gibt es dann auch mafiöse Strukturen, dass sozusagen die eigentlich diese Werte diesen Ländern gar nicht zugute kommen. Und das schaut jetzt so wie im Shop sehr stylisch aus, aber eigentlich produzieren wir und fördern wir hier moderne Sklavenarbeit. Und grundsätzlich gibt es natürlich schon Lösungen, ein Refurb-Handy zum Beispiel, ein Fair-Handy ist natürlich sehr teuer. Aber ich würde sagen, wenn man Geld hat, sollte man sich beim nächsten Kauf da schon überlegen, ob man nicht da mal auf sowas zurückgreift. Und jetzt freue ich mich besonders, Hans Glaser, wir haben ja schon versprochen, wir haben nicht nur zwei Künstler und Künstlerinnen online, also digital, sondern du stehst, wir dürfen mit Abstand direkt neben mir. Der Hans Glaser ist einer unserer Ältesten im Bunde jetzt bei dieser Ausstellung. Ja. Stimmt, ja. Und du hast zu mir mal gesagt, ob du für den Lebenslauf, also hinten in dieser schönen Broschüre sind ja auch die Lebensläufe, und du hast gesagt, ob du nennst dich Schablonierer. Schabloneur. Schabloneur, okay. Noch viel schöner. Ich finde ja, ich habe das so ausgewählt jetzt, weil der Peter Butz eben schon wie bei Falke und H&M die Frauen sehr lasziv hier dargestellt sind. Und ich meine, das ist ja unglaublich. Erstens, ich finde es von der Technik her also faszinierend. Ich mache auch sehr viel Scherenschnitt. Jetzt kann ich das genauso gut beurteilen, wie viel Arbeit das ist und wie viel technisches Know-how. Das heißt, wie lange machst du das schon, Hans? Ich mache das eigentlich schon seit, eigentlich früher habe ich mit Luftpinsel gearbeitet. Ich mache das seit über 40 Jahren eigentlich. Mhm. Und weil ich von der Druckgrafik komme, eigentlich von Lithografie und Radierung, ich habe die Pressen dann aus Lagerschwierigkeiten weitergegeben. Ja, noch einmal vielen Dank für dein Engagement. Also ja. Nein, das ist toll, nein, wirklich. Und dann später bin ich dann auf die Schablonentechnik gekommen. Das sind Papierschablonen und habe zuerst auf Leinwänden die ganzen Probesprays gemacht. Und wenn mir die gefallen haben, habe ich es dann vergrößert noch einmal und noch einmal geschnitten. Aha, und die Kartons sind dann später gekommen,
weil ich arbeite meistens mit zwei Schablonen. Mhm. Und beim Karton habe ich schon den Mittelwert, das Braune. Mhm. Bei der Leinwand, die müsste ich erst grundieren, weil wenn ich die Leinwand nicht ordentlich grundiere, dann das Weiß wird geschluckt. Mhm. Also auf schwarze Farben kann man direkt auf die Leinwand drehen, mhm. das Weiße wird komplett geschluckt. Mhm. Das heißt, so bin ich auf die Kartons gekommen. Außerdem sind die Kartons ja verfügbar, die liegen überall herum. Die Radfahrgeschäfte haben die riesigen Kartons, die sind dann besonders dick und angenehm und gut zum Arbeiten. Also das wäre eigentlich die Kartongeschichte. Und sag. Naja, was ich toll gefunden habe, ist auch, also das ist ja. fast bei einer russischen Werbung, die ja. Frauendarstellungen und dass das aber dann schon mit diesem Kopiergerät jetzt in Verbindung ja. setzt. Also das ist immer, die Sekretärin macht immer den Kaffee, ja, ja. und dann macht sie das mit diesem Dekolleté. Ja. Also ich finde das natürlich sehr frech, aber ich finde es so passend ja. und oben diese Tänzerin, die sich da schwanger Sonikova, ja. Ja, darstellt, ist ja auch ein Thema, das hat ja Demi Moore begonnen, ja. Also ja. diese Freiheit in Großzügigkeit und man gibt alles von sich, darunter auch, wer ist das? Ist die das Ursula auch? Ist das, aber nicht so gut geschnitten. Vielleicht extra. Also die Zusammenstellung, wie kommt die dann zufällig, weil da hast du ja verschiedene Kartons miteinander verbunden. Ja. Also in dieser Sache, das sind einfach nur aus optischen Aspekten zusammengestellt. Wogegen die anderen Sachen wirklich zur Thematik sind. Mhm. Also um die auf die zurückzukommen, weil früher sind die Autos immer mit Fashion-Damen präsentiert worden. Ich weiß nicht, teilweise noch immer, glaube ich. Leider. Und ich habe das dann jetzt so ein bisschen überspitzt und habe das faktisch bei Canon, also bei diesem Pixel, glaube ich, heißt das Bild, habe ich das faktisch diese Damen reingenommen mhm. in Zusammenhang mit einer Zeichnung, die von DIN A3, die ich dann aber geschnitten, vergrößert habe und geschnitten habe. Jetzt, wenn du es schon ansprichst, gehen wir gleich vielleicht zu den drei anderen Arbeiten, die ich auch aus dem Grund ausgewählt habe. Ich meine, ich war ja auch bei fast allen im Atelier und ich muss sagen, da hätte ich ja 1000 Bilder zeigen können, gell? Aber es war nicht leicht, es auszuwählen. Und dadurch, dass hier auch Essen ein Thema ist, wie wir mit Essen umgehen, und dass manchmal das leider zum Müll wird, habe ich die auch mit Isreife ja. und Joe Life sehr cool gefunden. Ja. Ich finde es ja echt gewagt, da einfach den Karton zu nehmen, aber man sieht auch, natürlich ist die Gestaltung auch auf jeden Fall, ne? Also gekunst schon fast. Ich fand das ja auch von Lehrern, von Grafikern und wenn das ist ja schon ein Background und da kann ich dazu arbeiten, also thematisch auch dazu arbeiten. Die Lippen übrigens, das ist von einer Einladungskarte von der Christi Astui, das habe ich schon versprochen. Sie müsste dann noch eine Einspray bekommen. Ja. Da ist der Einstein. Jetzt versprochen? Ja. Ich habe es ja versprochen. Ich habe es ja schon einmal versprochen, schon länger her. Auf Video. Da ist der Einstein, der immer für Raufer gefahren ist. Da sind die guten Ideen gekommen, habe ich gelesen. Das ist eben eine Tankstelle, oder wird gerade gedankt. Und das ist halt die Xaco etc. Und da ist noch wirklich dieser alte Schein und der Plastik noch. Ich habe vorhin das gelesen. Das, also ist, glaube ich, ist nicht korrekt, wenn man diese Namen, dass die aufscheinen, aber man kann es eh nicht mehr lesen, weil das schon ziemlich alt ist. Ja, ich finde das ganz genial. Ich habe ja sowohl eine Freundin, die bei der DHL und eine Freundin, die bei der Post arbeitet. Ich kenne niemanden von Amazon, Gott sei Dank. Aber das passt natürlich jetzt perfekt. Deswegen habe ich das auch ausgewählt, weil jetzt durch diesen Lockdown, durch den dritten, ist ja das mit dem Verkauf schwierig und es gibt einfach Leute, das kommt auch bei der Gudrun Lenkwane vor, die glauben, sie können ohne manchen Produkte nicht leben. Es gibt natürlich Essentielles, aber manches braucht, da kann man dann noch warten. Und das ist natürlich jetzt ein Thema. In unserem Haushalt, im Hof, sind jetzt die Papiertonnen mit diesen Papierkartons eigentlich voll. Stimmt, ja. Also es wird immer mehr. Ja, danke dir. Also danke dir. Ja, wir haben ja, danke dir und jetzt leiten wir. leiten wir zum Johannes. Zum Johannes. Hallo Johannes, der Johannes Rass ist ja im Moment auch im Museumsquartier mit einer Lumeninstallation vertreten. Ja, das stimmt, ich bin momentan doppelt beschäftigt. Ja, der Vorteil aber an der Installation ist, dass die jetzt öffentlich zu begehen ist. Die passt gerade gut in die Zeit, weil sie im öffentlichen Raum ist und keinerlei Auflagen unter Anführungszeichen sind, dass man sie sich anschauen kann, lauftäglich am Abend. Das ist natürlich momentan gerade ein großer Vorteil. Ja. Also bitte vorbeispazieren beim Künstlerhaus. Im Haupthof, genau. Können Sie jetzt auf der Homepage ganz viel auf der Homepage nachschauen, was schon passiert ist. Aber ja. Und genau. Jetzt. Aber jetzt zum Künstlerhaus, ja. Zu unserer. Du bist ja der Jüngste im Bunde und ich hatte die Einreichung schon länger. Aber den Johannes, es ist eine Künstlerin abgesprungen
und der Johannes hat mich angesprochen und man ist ja so, jetzt, ich kriege auch durch die Ausstellung jetzt ganz viele Anfragen und sagen, also ich hätte auch noch was gehabt, ich hätte auch noch was. Also ich finde das toll, bitte weitermachen, alle in der Kunst Arbeitenden, bitte mit dem Thema Müll weiter zu tun. Es geht natürlich alles nicht in so eine Ausstellung, aber du hast mich angesprochen und da haben wir dann schon gedacht, wow, das ist so gut, passend zu diesem Essensthema. Und vielleicht erzählst du, was diese Kuh mit dieser Palette genau zu tun hat. Ja, die Plastic Cow habe ich sie dann schlussendlich genannt. Echt plakativ, so wie das Foto ja an sich auch ist. Das Foto ist einerseits eben die Plakativität der Idee, unter Anführungszeichen, um die es geht bei dem Projekt. Zusätzlich dann noch, und das freut mich sehr, mit dem tatsächlichen Material, also mit der Palette und dem Plastikmaterial, auch hier im Künstlerhaus zu sehen. Und ja, worum geht's? Eigentlich eine sehr einfache Fragestellung, die irgendwann mal aufgetaucht ist. Ich habe doch einiges dann in den letzten Jahren mit Fleisch gemacht an Projekten. Und bei einer Arbeit, wo ich mit einer Kuh quasi gearbeitet habe, kam dann diese Idee auf. Beziehungsweise habe ich mich eigentlich selber gefragt, wie viel Material ist jetzt eigentlich notwendig, plastiktechnisch, um das Fleisch von einer so einer Kuh in den Supermarkt zu bekommen, so wie wir es dann kennen, beziehungsweise wie wir es dann konsumieren. Mhm. Und ich wollte das dann einfach genau wissen. War dann recht kompliziert, sage ich mal schlussendlich, diese Daten unter Anführungszeichen auch zu bekommen. Das Spannende ist, die Daten gibt es natürlich, ganz klar. Die sind überall vorhanden, sage ich mal, bei den Leuten, die damit arbeiten und arbeiten müssen. Aber ich sag ich mal, was anderes, diese Daten dann auch so zu kommunizieren an, sag ich mal, die andere Seite, also in dem Fall an uns Konsumenten. Ja, und ich habe dann zusammen mit drei Fleischhauern habe ich dann irgendwie diese Rechnung versucht aufzustellen, wie man dann, sag ich mal, auf eine Zahl kommt, bei der man sich irgendwie was vorstellen kann. Und jetzt kommt sie, glaube ich, dann gleich ins Bild, die Palette mit dem tatsächlichen Plastikmaterial. Also man kann sagen, 600 bis 650 Verpackungseinheiten, grob geschätzt, braucht man, um eine Kuh für den Supermarkt im europäischen Standard aufzubereiten. Und das ist so ziemlich genau das, was man auf der Palette sieht. Mhm. Ja, da gibt es eine, also die Rechnung ist eine Prozentrechnung bzw. Subtraktion, eine relativ einfache. Man kann sagen, so eine Kuh, also ein Stier, ein Rind, das ist mal ein Schlachtgewicht erreicht, mit 50 Kilo, das ist das klassische Schlachtgewicht, wie man sagt, Lebendgewicht eigentlich. Und von dem verliert man dann während dem Schlachtprozess einiges an, sag ich mal, Gewicht. Das ist einerseits der klassische Schlachtverlust, also so wie die Dinge, unter Anführungszeichen, die wir nicht essen wollen, also die Mägen, die Haut, das Blut etc. etc., die Hufe. Man kann sagen, das sind ungefähr 38%, also ich sage mal knapp 40% vom Lebendgewicht. Also das sind schon mal über 200 Kilo, die man quasi von diesen 550 Kilo abziehen muss. Und dann hat man die Hälften, wie man sie kennt eigentlich, also die Tierhälften. Mhm. Und die werden dann natürlich nochmal im zweiten Sinne aufbereitet. Die werden quasi entfernt, also Knochen kommen raus, beziehungsweise geht es dann auch schon für den Flüssigkeitsverlust durch das Abkühlen von der Körpertemperatur, das Durchkühlen, beziehungsweise auch einiges an, sag ich mal, überschüssigem Fett, das wir einfach nicht mehr konsumieren, geht dann weg. Und das sind dann von diesen knapp 60% des Lebensgewichts nochmal ungefähr 35%, das heißt nochmal über 100 Kilo. Und schlussendlich landet man dann circa bei 220 Kilo an tatsächlicher Fleischmasse, die wir dann, also die Europäer dann eigentlich gerne im Supermarkt kaufen. Mhm. Und wenn man das dann noch, sag ich mal, weiterspinnt, dann kommt man bei 220 Kilo Fleisch auf circa ungefähr 1400 Portionen, die man im Supermarkt so, sag ich mal, zwischen den klassischen 200 Gramm Packungen und 1,5 Kilo Packungen irgendwie kaufen kann. Und daraus ergibt sich dann eben circa diese Zahl, 600 bis 650 Verpackungseinheiten. Es ist eine Annäherung, muss man sagen. Ja, also ich finde es einmal erstens sehr spannend, dass du so viel Recherchearbeit betreibst, bevor du mal ein Thema angehst. Was mich wirklich schockiert hat, meine Großmutter hat immer zu mir gesagt, dass Essen schmeißt man nicht weg und mit Essen spielt man nicht. Ja. Und das ist genau das Thema. Ich habe aber gelesen, dass China zum Beispiel sehr viel von diesen Prozenten, die wir in Europa wegschmeißen, dann wieder kauft, weil die einfach Esskultur, das ändert sich jetzt aber mittlerweile durch Bewusstsein auch viel mehr. Aber das ist völlig richtig. Wir kaufen ganz viel, was wir Europäer quasi nicht essen.
Ja, ich meine, das ist eine, sag ich mal, das ist wirklich eine Kulturangelegenheit, der Fleischkonsum und das, was man isst davon, eine Entwicklung. Ja. Was ich noch sagen wollte, wir haben ja auch was vorgehabt, du hast was vorgehabt, beziehungsweise ja. Wir haben es geplant gehabt, für die Eröffnung hätten wir hier von hier oben herunter, wenn eine klassische Eröffnung möglich gewesen wäre, dann hätten wir genau diesen Abfall, der ja wirklich weggeschmissen wäre. Das wäre quasi dann der gesamte Rahmen des Projekts gewesen, dass man einerseits, sag ich mal, das Plastik, also den Plastikmüll irgendwie zeigt und was ich eigentlich hier noch gemacht hätte und was ich gemacht hätte können, wenn es eine normale Eröffnung gegeben hätte. Wir haben tatsächlich auch diese Schlachtverluste quasi zu zeigen. Eingeschweißt. Geruchssicher und flüssigkeitssicher, aber die hätte ich gern irgendwie auch noch präsentiert, weil das auch so ist. Was man gern vergisst, wenn man sich das vorstellt, das sind 200 Kilo Masse, die eigentlich mal gleich in den Müll gehen. Also die ganzen Mägen, das Blut, die Haut. Das ist recht viel. Und wenn man das einmal sieht, sag ich mal, das ändert was. Oder auch beim Mittel. Ja, ich muss sagen, also ich habe es eh schon einmal erzählt, meine Tochter ist jetzt schon, die ist 13, die ist Vegetarierin, mein ältester Sohn auch. Ich bin Flexitarierin und ich denke, früher, also das Leben der Großeltern, das war irgendwie so für uns so ein bisschen bieder, ein Sonntagsbraten, ja. Aber im Grunde genommen ist das eigentlich der Weg. Man kann natürlich Fleisch essen, es ist vom Eisengehalt recht wichtig, also es ist nicht schlecht, aber wenn man es natürlich reduziert und dieses Billigfleisch einfach lecken, sein lässt. Das ist ja der Markt, der dahinter steht. Oder beim Bauern und der Bäuerin selber zu kaufen, dann kann man es vielleicht selber in ein Plastik hinein und dann sofort in die Tiefkultur oder gleich frisch essen. Ja, also das ist, ja, ich fand dann, wir haben ja so hier eine Präsentation, danke Johannes, gell? Danke. Da haben wir einfach eine Doppelpräsentation, das habe ich mich getraut, auch mit der Gudrun, mit Johannes habe ich es auch vorgeschlagen und das hat eigentlich sofort geklappt. Das ist Paradoxon, den habe ich einmal gemacht zu Soho in Otterkring und da geht es darum, der Film teilt sich einfach in Produktion, Konsumation und Recycling. Da geht es jetzt direkt um Früchte und also Blumen. Man weiß, dass in Spanien sehr viele schwarze Arbeiter hier arbeiten und mit Pestiziden zu tun haben. Das heißt, das geht alles auf Kosten der Gesundheit. Die Früchte sind oft vollkommen unreif. Und natürlich der Flug oder Schiffverkehr ist natürlich alles andere als nachhaltig. Aber wir wollen halt die ganze Jahreszeit auch das Obst essen. Und ich versuche das auch zu ändern. Aber ja, regional ist natürlich besser und saisonal ebenso. Und es kommt natürlich auch der Fleischkonsum vor. Und da geht es auch um billiger, besser, schneller. Und da wäre wirklich zu hinterfragen. Das Schlimme ist, dass eben die Konsumation meistens in Gegenden vorkommt, da leben wir, würde ich sagen. Also wir haben das Geld, wir profitieren hier und auch die Konzerne, wie Rewe zum Beispiel, um einen zu nennen, aber alles halt besonders billig. Und dann wird es eben im schlimmsten Fall oder sehr oft weggeschmissen. Also ich habe einmal einen sehr wahnsinnig tollen Beitrag gesehen, aber da hieß es, und das glaube ich, das ist realistisch, jeder verschmeißt 500 Euro im Jahr an Essen weg, das noch gut ist. Ja? Also das ist das zum Saisonalen. Zur Saison, da haben wir ein sehr, dass das so passen wird, konnte ich nicht ahnen. Aber was ich ahnen konnte, war, dass jetzt der Skitourismus Thema ist hier im Winter. Dass hier Lois Hechenbeigner, den habe ich in der Fotogalerie mit ihm ausgestellt, eh schon zu einer Umweltausstellung. Schade, dass sein Vortrag nicht stattfindet, aber dieses Bild ist das Cover auch von seinem Ischgl-Buch. Er hat es im März gleich zum Covid-Hotspot dann präsentiert bei Kulturmontag. Und das Mohrenbier ist ja eh schon unerträglich. Und auf der anderen Seite sieht man hier den Anfang sozusagen vom Après-Ski. Das ist aber noch untertags. Also Ischgl, das kann man sich vorstellen, das ist fast wie der Ballermann, muss man sagen. Und es gibt dann eigentlich noch ein zweites Bild dazu am Pendant, wo Lois Hechenbleichner, da geht er einfach mit der Kamera dann im Tourismusort herum. Das ist nicht gestellt, da ist alles voll mit diesen Glasflaschen. Also man sieht da den Schnee fast gar nicht mehr. Dann hat er natürlich hier diese Skiteile, die er sammelt. Das sind am Ende der Saison zusammengeraffte und gebaggerte
Teile, die in der Landschaft dann, wenn der Schnee geschmolzen ist, oder der Kunstschnee, muss man fast meistens sagen. Und das sieht zwar recht lustig aus, aber das ist erschreckend, wenn man sich überlegt, der Ski ist ja aus Metall, Holz und Farbe Lack. Und ja, und dazu hat er dann diese in Plexiglas, also archivierte, würde ich fast sagen, das ist schon fast archäologisch, das ist auch etwas, was wir unserer Generation übrig lassen, hier Serien, Alphabete entstehen lassen, das ist jetzt die Serie Speed und sagt natürlich einiges aus, dass wir also immer schneller, immer besser wollen werden wollen und auf jede Kosten oder First Class hier oben. Und da kann man sich aber vorstellen, dass natürlich jeder Ski nicht geeignet dafür ist. Also er hat einen ganzen Container, hat er mir erzählt, und zu Hause, und das ist wirklich unglaublich. Oder hier haben wir die kleinste Arbeit, die nennt sich Spirit, ja. Und das ist halt, das wird den Käufern suggeriert, wenn sie diesen neuen Ski, da rede ich auch davon, dass ein Ski eigentlich einen nicht, obwohl man ja als Erwachsener meistens vielleicht ein bisschen schwerer wird, aber von der Größe her verändert man sich nicht. Das ist ja auch, dass die Skiindustrie den Leuten suggeriert, du musst was Neues. Dann werden wieder diese Carving-Ski, dann wieder kurze Ski. Also, und Snowboard wollte ich natürlich auch. Und dieses Pin-Up-Girl ist natürlich, dann fühlt man sich vielleicht gleich sozusagen, man steht auf der Frau fast drauf. Also schlimmer geht es ja gar nicht. Und der rechte Ski jetzt hier, finde ich auch spannend, das nennt sich The Ski is dedicated to all who love to join nature. Wenn man weiß, im Bad Znaunertal, er hat gesagt, also die sind dann draufgekommen, es ist sehr karg dort, und wie sie den Skitourismus für sich entdeckt haben, haben sie einfach alles gemacht, so wie bei der Biefke-Saga von Felix Mitterer, um den Tourismus gerecht zu werden. Also sanfter Tourismus ist hier noch nicht angekommen, und durch Covid muss ich ehrlich sagen, jetzt gab es wieder Tiroler Bürgermeister, die sich Gott sei Dank für die Flüchtlingshilfe mehr eingesetzt haben. Aber jetzt gibt es schon wieder das mit den Skilehrern, das lässt uns einfach nicht los. Der Lois hat gesagt, er muss halt mit Liebesentzug leben. Das heißt, die Leute dort, wo er auch wohnt, das finde ich auch schon sehr mutig, er übt da sehr starke Kritik, die hassen ihn natürlich auch für das. Ja, ich bin sehr stolz, dass wir, das ist unser Baby, unser Covergirl oder Coverboy, wie man sagen will. Das ist von Tom Sechs. Das ist eine sehr, sehr wertvolle Arbeit. Die sind alle sehr wertvoll, aber die ist halt einfach durch den Marktwert so gestiegen. Und die Galerie Ropatsch hat die uns als Leihgabe gegeben. Ich musste da quatschen hinten, da die Schlimmen. Die kennen das alle schon, aber ihr vielleicht nicht. Und dieser Sockel ist aus Bronze und ist irre schwer. Und Müll ist ein Thema, das ist natürlich eine Geldmaschinerie, das heißt, es will Müll. Österreich kauft ganz viel Müll, um ihn zu verbrennen. Wir haben anscheinend zu wenig, um Wärme zu produzieren. Und auf der anderen Seite werden aber nicht recycelbare Müllprodukte in Länder, in Wüsten gebracht, wo die Menschen das dann kaufen. Also, dass sie Geld kriegen, also, und das wird dann, diese Müllhaldenbilder kennt man, das ist wirklich grauenhaft, dass das einfach auch ungesund ist, die Dämpfe und die Gase, die entstehen. Und ja, also wir sind aber sehr froh, wir haben Patenschaften, die Stadt Wien, die mit MA 48 hat uns hier unterstützt. Und ja, diese Müllbox mit dieser Dumpster Diving ist ja auch bekannt, machen viele Studenten oder Menschen, die kein Geld haben, ist aber trotzdem illegal, weil der Müll sozusagen den Personen gehört, die den Müll produzieren. So gehört es auch einem Kaufhaus, dessen Müll. Ja, hier möchte ich noch sagen, also die Gudrun Lenkwane, die wird am Montag noch einmal über ihre Arbeit konkreter sprechen. Und die Arbeit von Gudrun habe ich einmal gesehen, schon mehrmals, und habe mir gedacht, wow, ich meine, das ist etwas, wenn man jetzt die teuerste Arbeit von Tom Sechs mit ihr vergleicht, das ist natürlich schwer verkäuflich, aber es ist unglaublich eindeutig, um was es hier geht. Also im Grunde genommen passt es so gut zum Werner Bode zusammen, weil das ist der Haushaltsmüll, den wir so im Laufe unserer Zeit produzieren. Man sieht hier also diese Kabelteile, man sieht hier Plastik, man sieht hier Nudelsiebe, man sieht hier einen Staubsauger, dann das Profil von irgendeinem Sneaker. Also es ist wirklich so,
dass Plastik uns einfach, wir können uns da nicht mehr wehren. Die Ausstellung soll natürlich schon zum Nachdenken bringen, aber wenn man jetzt weiter weg sieht, wird das vielleicht so filmen, dass man es weiter weg sieht, wirkt es fast so, als ob man es aus dem Meer ziehen würde oder es ist wie so ein Wasserfall. Ja? Und dieser Müll ist jetzt vielleicht hier wirklich klein, aber das ist riesig, weil der Raum so groß ist, der wird uns noch überrollen. Und wir haben halt der Guru und so wie mit Johannes, habe ich auch vorgeschlagen, eine Gemeinschaftsarbeit. Also hier auf dem kleineren Monitor hat sie sich beschäftigt mit Plastik an Stränden. Das heißt also, und da sieht man einfach, da ist alles voll. Es ist auch erwiesen, dass Kinder in manchen Regionen gar nicht mehr den Sand zum Spielen verwenden, sondern nur mehr Plastik verwenden für ihre Burgen. Und wenn man sagt, also diese Einweg-Plastikflaschen, die man jetzt hier sieht, sie hat da diese Faces, die Plastic Faces, Waste Faces nennt sie es, die sind wirklich schaurig, aber eigentlich sollten wir erschauern, wenn wir sagen, zum Beispiel gerade solche Plastik-Wasserflaschen, Österreich hat so ein gutes Wasser, ja, also es gibt SodaStream. Ich verstehe immer noch nicht Menschen, ich bin nahe dran, sie so fragen, ja, glauben Sie, unser Wasser kann man nicht trinken? Also das ist, Rewe ist ja auch bekannt dafür, dass sie das Wasser bald verkaufen wollen. Es ist ja auch als Privatgut, aber eigentlich ist es ein Gemeingut. Und ich habe dann noch einen Film dazu gemacht, da wurde ich eingeladen, zu mehr Polymer, also zu einem Meer eine Arbeit zu machen. Und ich habe dann einfach auch recherchiert und überlegt, wie viel Plastik eigentlich im Meer sozusagen verschwindet. Habe reale Bilder aus dem Internet genommen und das dann mit Scherenschnitt verarbeitet. Und es ist ein bisschen ein lehrreicher Film, aber für mich waren diese Zahlen auch unglaublich, warum so viele Tiere das mit, was sie fressen, verwechseln und dann Plastik fressen. Und eine Plastikflasche zum Beispiel 450 Jahre braucht, um sich aufzulösen. Ja, also dann, was auch besonders schön ist, wir haben hier diese tollen De-Escalator und den Longtons von Gavarage. Also man kann hier wirklich voll sitzen. Also das haben auch viele genützt, die haben das herumgefahren. Ich habe es super gefunden, weil man natürlich auch einiges verstecken kann. Das kann ich schon sagen. Also die Ausstellung, ich habe es euch Künstlern auch schon gesagt, wird wahrscheinlich weiter wandern zu Gavarage. Es gibt noch vielleicht eine andere Station. Gibt es Fragen noch? Vielleicht an die Künstler, die da sind, oder an die Niki Schuster. Do you have a question to Dario Tironi? Is there anybody who wants to ask something to special topic or special work? Nobody? Kann ich was fragen? Ja, bitte. Hört ihr mich? Ja. Ja. Ich hätte eine grundsätzliche Frage, wodurch wandelt sich der Müll zur Kunst? Ah ja, genau. Du hast dir ja auch schon via E-Mail geschickt, Entschuldigung, dass ich das vergessen habe. Ja, also das ist natürlich individuell zu beantworten. Wollt ihr das beantworten? Ich kann auch meine Meinung sagen, aber ich habe jetzt viel schon gesagt. Ja, ich soll sagen. Naja, ich finde, mich hat fasziniert, das wollte ich zeigen, also das ist sicher zum Beispiel an der Arbeit von der Irene Wölfel, Niki Schuster, Dario Tironi, meinetwegen auch Erwin Stefanie Posanik, wo man sagt, also da gibt es durch die Zusammenstellung etwas Wertlosen, vollkommen Wertlosen. Jeder andere, der sich nicht mit Kunst beschäftigt, würde es einfach weghauen. Aus, weg damit. Und das so neu zusammengesetzt, ja, ist einmal der ästhetische Wert. Ja? Wenn man jetzt aber die Arbeit von Dario Tironi, I think, when you think about this work from Dario Tironi, you think, yeah, it's also a message. The message is behind that what we leave our next generation. Also this is also important. He exhibits very often in big museums like Kunsthistorisches Museum. Then you have the feeling this is new and this is the old architecture. So, also das finde ich einmal spannend.
beim Peter Putz finde ich die Kritik natürlich sehr, manchmal muss Kunst, finde ich, auch wehtun. Ja? Das tut auch dem Verein weh, das muss man auch sagen. Das ist ein bisschen so das, den Spiegel vorgehalten. Und die Arbeiten von zum Beispiel Johannes und die Paradoxon, das ist natürlich jetzt nicht Kunst, die man unbedingt kauft. Ja? Aber ich finde auch nicht, dass man die hier immer den Markt, es gibt natürlich schon Kunst, die eher dem Markt gerecht wird, ja. Und es gibt aber Kunst, die einfach hier, und das haben mir viele gesagt, die da waren, dass sie einfach anders rausgegangen sind. Ja? Ob es über Research, über verschiedene neue, ich weiß nicht, ob jeder so Zeit hat, als Künstler und Künstlerin setzt man halt sich mit verschiedenen Medien auseinander, wenn man sich einmal was genommen hat, so wie du, Johannes, und dann setzt man sich lange damit auseinander. Ja? Und es geht ja schon, grenzt ja schon an Wissenschaft. Ja? Das ist nahe Kunst und Wissenschaft und das ist so wie ein wissenschaftlicher Bericht, aber sehr optisch ansprechend, so würde ich es formulieren, und auch anschaulich. Ja? Ich bin auch schon mal eingeladen worden zu einer DNA-Geschichte, wo das Labor zu mir gesagt hat, da waren viele Künstler und wir mussten dann die DNA aus einer Kiwi extrahieren, die gesagt hat, wir brauchen Bilder. Ja? Also das ist schon eine visuelle Kommunikation und Sprache und viele, die da waren, haben dann über ihre Erfahrungen mit Müll gesprochen, weil halt, ich glaube halt immer noch dran, dass die Stärke des Bildes sehr manchmal stärker ist fast als der Text. Und sie ist auch schneller. Ja, vielleicht unserer Zeit jetzt, also das würde ich jetzt sagen. Was sagst du? Ist die Frage für dich beantwortet damit? Ja, also du hast da sehr viele gute Sachen gesagt, weil ich ja in meiner Kunst, was schnell überbleibt nach der Performance, ist ja auch die entstandene Zeichnung. Und die Musik, die entstanden ist während der Performance, die muss man sich erst mit einem QR-Code erarbeiten und dann anhören dazu. Ne? Mhm. Weil du hörst die Musik nur in der Live-Performance, aber wenn du es nachher anschauen möchtest, dieses entstandene Werk, dann ist natürlich auch das Visuelle das Erste, was einem anspricht. Ne? Mhm. Ja, also ich glaube, Musik kann natürlich auch wieder sehr viel, aber eben wir haben auch Video herinnen und gerade der Film auch, deswegen sind da so mehrere Stationen auch mit Film. Also ich glaube, hier in der Ausstellung war mein Konzept, dass ich einfach verschiedenste Medien verbinde, weil dadurch natürlich mehr Menschen angezogen werden, als wenn ich jetzt klassisch nur jetzt, an der Wand und so. Finde ich das auch, es kratzt ja so beim Hans Glaser sozusagen, ist es wie ein Stencil, wie ein Tag auf der Wand, aber hier ist es jetzt in einem so neu renovierten Haus, das ist natürlich auch eine neue Message, wenn ich das jetzt irgendwie im Outdoor-Bereich hänge, wird es vielleicht gar nicht so auffallen, ja? Weil dann glaubt man, es ist eine Wandbemalung und eine Wandgraffiti. Ja, also es ist immer der Ort auch und es war mir natürlich schon bewusst, dass Waste Art hier in einem so mit der Albertina Modern, das tut schon ein bisschen was. Ja, also so war halt die Idee. Sehr gut, Dankeschön. Bitte. Darf ich auch etwas sagen? Ja, es geht sich noch aus. Ja, ja, also ich darf hier kurz begrüßen und ich finde es total schön, dass wir diese Ausstellung da haben im Künstlerhaus und dass so viele Leute auch zuschauen zu der Frage eben, was, ab wann wird eben Abfall oder Überflüssiges zu Kunst. Ich glaube, es ist ganz wesentlich auch, wie damit gearbeitet wird. Wenn Künstler sich mit dem Material beschäftigen, mit einer gewissen Materialität beschäftigen, dann fließt hier die Erkenntnis der Kunst einfach ein. Und die Erkenntnis der Kunst ist ja etwas Dauerhaftes. Wir produzieren ja prinzipiell als Künstler etwas Dauerhaftes, etwas, das lange nach uns noch bleiben wird. Und vielleicht ist das eine paradoxe Herangehensweise, die ja nicht ganz neu ist. Also die wurde ja schon sehr viel vor uns auch immer wieder praktiziert. Wir kennen das aus der Kunstgeschichte, dass eben Materialien, die wir heute vorfinden, hier einer neuen, dauerhaften, auch Veredelung, wenn man so will, zugeführt werden.
wir gehen alle davon aus, dass unsere Kunst, die hier entsteht, auch und auch eben mit solchen Materialien, mit dem Abfall, den wir hinterlassen, gewisse Fragestellungen aufwirft, die Leute zum Nachdenken im besten Fall anregen. Aber der Gedanke ist ja der, dass das dann auch dauerhaft bleibt und eben um eben dann irgendwo in einem Museum gezeigt werden, so wie wir das ja aus der Kunstgeschichte auch herkennen. Ja, ich finde es zum Beispiel gerade bei der Irene Wölfel, wurde ich einmal gefragt, ja meine Güte, wie lange ist denn das haltbar? Und das finde ich dann sehr witzig. Natürlich haben die Restauratorinnen und Restauratoren immer mehr zu tun, aber wenn man Malerei, Dörner habe ich gelernt, da gibt es, dass die Oberfläche nicht gleich zum Reißen beginnt, Malerei ist nicht automatisch länger haltbar. Und Plastik haben wir ja gehört, also eine Flasche 450 Jahre. Ich glaube, das haltet länger, als wir es wahrhaben wollen. Also das ist eher das Thema, dass es zu lange hält und auf jeden Fall 3 oder 4 Generationen. Und wie lange es hält in unserem Gedächtnis, in unserem Langzeitgedächtnis, ist es ja auch spannend. Ja? Also ist auf jeden Fall ein Punkt. Und da sieht man jetzt übrigens noch einmal Werner Bothe als kleines Kind, als kleiner Bub, mit diesem gesamten Spielzeugmaterial, das ich erzählt habe. Und er war sozusagen, hat er dann erzählt, ein Held, weil sein Opa eben alles angezahlt hat. Und er hat halt alles gehabt. Und dass eben Kinder alles in den Mund nehmen. Da ist sogar so ein Schiff, das die Gudrun in ihrem Having It All, Wanting More hat. Noch ein Schiff. Also er ist auch in so einem Zeitalter aufgewachsen. 2000 ist es natürlich so, dass wir, die Kinder, die ich jetzt habe, die sind eigentlich, Hans, du hast auch seinen Sohn, der ist so alt, die sind ins Handy-Zeitalter hineingewachsen. Das ist wieder neu. Also ich denke mir, wir müssen uns echt überlegen, was wir eigentlich zurücklassen wollen. Und ja, gibt es noch eine Frage? Nein? Ja, dann bedanke ich mich. Also wie gesagt, die Broschüre, da sind wir sehr dankbar dem Künstlerhaus, dass wir die auch finanziert bekommen haben. Da ist jede Seite, zeigt einen Künstler und eine Künstlerin. Ich habe auch einen Text geschrieben. Also sieht man von Werner Bothe, was ich erzählt habe, noch mit dem ganzen Müll, der draußen im Garten landet. Und auf der Rückseite gibt es dann noch die Lebensläufe und der Leo Schikoronia war so toll und hat also das möglich gemacht, extra für die Factory ein schönes Begleitheft. Da hinten haben wir noch einen Garage, die Escalator. Und ihr könnt es auch gerne noch einmal am Montag, da ist die Gudrun Lenkwane um 18 Uhr. Den Link gibt es schon auf der Homepage. Ihr könnt es von Peter Putz, den Vortrag Das ewige Archiv, gnadenlose Schönheit, euch anschauen. Es gab einen Talk mit dem Lukas Hammer, mit der Frau Battermann von Zero Waste, mit der Ursula Berner, die auch den Talk überhaupt finanziert hat. Und ja, vom Fridays for Future und Maria Holter von Artist for Future hat den moderiert. Und wir hatten letzte Woche, der wird jetzt gerade geschnitten und kommt auch auf die Homepage, da haben wir aus der Politik, aus der Kultur, aus der Kunst, aus dem Recht und aus der Mode auch sozusagen Zitate. Und nächste Woche geht es auch um eine Führung. Aber da erzähle ich dann noch einmal, was ich mir überlegt habe, dass man so eine Ausstellung so gut als möglich nachhaltig gestalten kann. Und da möchte ich mich bei allen Künstlern und Künstlerinnen bedanken. Der Hans kommt ja wahrscheinlich wieder mit dem Rad, so wie ich heute und du heute. Gell? Wir sind beide mit dem Rad kommen. Und es werden Wege oft wirklich nie leer gemacht. Die Irene ist mit der U-Bahn gekommen. Also das erzählen wir dann noch im Detail. Und ich denke mal, es kommen noch dann 2 Künstler dazu, die entweder online oder real. Die Gudrun wird mit mir hier wieder stehen und auch über ihre Arbeit noch einmal konkreter erzählen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, das habe ich vergessen. Also wenn jemand nicht drauf sein will, wir filmen ja und nehmen das auf und es wird dann auf der Homepage noch einmal abrufbar sein, aber ich schneide dann sozusagen oder die Alex alle Hoppalas heraus, die nicht spannend sind, weil live ist das anders im Realen, also in der Nachzeit kann man sich das nicht alles anschauen, das haltet man nicht aus. Ja, dann danke Stritzi fürs Filmen, gell? Und Alice ist ja auch vom Kunstvermittlungsprogramm auch da. Sicher, da gibt's ja einen Workshop, und zwar Schmuck. Ja, super. Also es geht auch von der Kunstvermittlung, ihr habt es toll
zur Ausstellung und dann später auch noch zur großen Ausstellung, die ja noch viel länger dauert, zur Gesture. Und die nächste Ausstellung ist das Thema Vergessen, auch sehr spannend, wie es ja heute der Gedenktag auch Hashtag We Remember, also so ein wichtiger Tag eigentlich. Das ist, Wien ist hier nicht auszunehmen und könnte natürlich auch noch mehr Erinnerungskultur machen, aber wir starten ja damit. Danke für die Aufmerksamkeit.